Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Freunde, derzeit gibt es mit Code Lenny5 bei Level Up eine 15% Aktion bis zum 30. Juni. 15% auf jede Dose in eurem Warenkorb. Link ist unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch ein bisschen umsehen möchtet. Es gibt über 20 Geschmackssorten. Für jeden ist irgendetwas dabei. Wenn ich euch die Entscheidung ein bisschen leichter machen kann und was euch empfehlen kann, dann definitiv Sour Gummy Worm oder auch meinen Top-Favoriten Bubble Boom, den Kaugummi-Flavor. Oder für Einsteiger sehr gut auch Blue Crush. Kann ich euch auch nur empfehlen. Ich danke euch ganz herzlich für euren Support. Ihr wisst Bescheid, Code Lenny5. Freunde, wer meine Livestreams verfolgt, der wird es eventuell mitbekommen haben. Wir haben Pokémon Smaragd in einer Randomized Soul Link Nuzlocke Challenge gespielt. Und es war ziemlich lustig. Oh, was mache ich denn jetzt? Oh Gott, bevor ich den kill. Ruhe bewahren. Du wirfst den Hyperball und guckst weg. Okay, dann probiere ich das jetzt, so wie du sagst. So. Hyperball. Umdrehen. Das kann nicht sein, dass das jedes Mal funktioniert, wenn du das sagst. Das kann es wirklich nicht sein. Und man möchte ja meinen, mit steigender grafischer Qualität eines Pokémon-Spiels sind irgendwann auch mal die Pokémon-Sprites ausgereift. Und ich muss sagen, in Pokémon Smaragd hat das in den meisten Fällen auch ziemlich gut funktioniert. Die Pokémon sahen ziemlich gut und auch originalgetreu aus. Aber bei so einer Handvoll, da hat das irgendwie immer noch nicht so ganz hingehauen. Und um genau diese Missgeschicke soll es heute gehen. Deswegen herzlich willkommen zu misslungene Pokémon Sprites der Smaragd Edition. Ganz kurz vorneweg, es sind diesmal A, nicht allzu viele und B, natürlich weil Smaragd wirklich auch grafisch ein bisschen weiter gewesen ist als die vorherigen Editionen, auch nicht ganz so krasse Fälle. Aber dennoch hat mich das ein oder andere ein bisschen überrascht und ich wollte es unbedingt in einem Video mal festhalten. Und wie man mich kennt, wir beginnen ganz am Anfang aller Anfänge bei einem der Starter-Pokémon aus der ersten Generation. Shillock hat es nämlich in der Smaragd-Edition als erstes erwischt und ich habe, als Shillock so als erstes erschienen ist, gedacht, you good, bro? Was machst du da? Was ist das für ein unfassbar gruselig riesengroßes Grinsen? Aber das war noch nicht mal das Schlimmste am Ganzen. Das Heftigste an Shillocks Sprite ist seine Haltung. Was ist das, Shillock? Was tust du da? Du siehst aus, als würdest du gerade Fett einfahren lassen. Was ist das für eine Dauerfurzhaltung? Ey, und deine Animation im Sprite macht es nicht gerade besser, Junge. Hast du was Falsches gegessen? Ist das so eine Art Antrieb, dass du im Wasser irgendwie schneller vorankommst oder was ist los? Aber ey, Shillock ist nicht der Einzige mit einer eigenartigen Haltung. Und generell, in der Smaragd-Edition war das irgendwie so, ja, wie malen wir dieses Pokémon? Keine Ahnung, mach irgendeine bescheuerte Haltung rein. Alles klar, Razaf ist auch so ein Fall. Der krasse, kampfende Fellball mit bisschen Arm und bisschen Bein. Man möchte ja meinen, so als Kämpfer ist so eine Haltung relativ wichtig. Vor allem, dass man auch stabil auf beiden Beinen steht und sich nicht von dem Gegenüber dann gleich irgendwie mit einem einzelnen Schubser oder so irgendwie in die nächste Ecke werfen lässt. Razaf ist offensichtlich irgendwie so confident genug, dass er die ganze Zeit nur auf einem Bein steht, auf die eigenartigste Art und Weise und irgendwie viel mehr so aussieht, als würde er gerade hinfallen oder als würde er auf der Bananenschale ausrutschen, anstatt stabil gegen seinen Gegner kämpfen zu wollen. Das sieht viel mehr nach Hampelmann als nach krassem Kämpfer aus. Ja, und Safcon, der fügt sich einfach komplett seinem Schicksal. Der sieht einfach aus, als wäre es umgefallen und kommt alleine nicht mehr hoch. Wie so eine Schildkröte, die auf dem Rücken gelandet ist und jetzt irgendwie sich aber auch so denkt, so, weißt du was? Ist mir egal. Ich entwickle mich vielleicht eines Tages irgendwann mal irgendwie. Bewegen kann ich mich sowieso nicht. Ich mach Härtner. Das reicht. Safcon ist so ein lächerlicher Sprite. Er liegt einfach da mit dem Gesicht auf dem Fußboden. Kann wahrscheinlich kaum irgendetwas sehen. Leute, wie kommt man denn auf so eine Idee? Das war 2003 oder 2004 oder so. Das macht ihr doch da nicht zum ersten Mal. Es ist die dritte Generation. Wobei manche Pokémon aber tatsächlich so aussahen, als wären sie gerade dem Anfang entsprungen und noch irgendwo designtechnisch in der Beta feststecken. So wie zum Beispiel Radfratz. Digga, was ist Radfratz? Was ist das? Was ist das für ein langgezogenes, zusammengeschmolzenes und in sich zusammengefallenes Gesicht?
Bro, da sah das ja in der ersten Generation noch besser aus. Da hat man das Gesicht zumindest einigermaßen erkannt. Und selbst da war das schon nicht schön. Aber das, was es da im Gesicht hat, sind doch keine Haare, Alter. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das sieht nicht gesund aus. Damit würde ich mal zum Arzt gehen. Ja, und Nidoran weiblich sieht halt einfach so aus, als wäre es nicht ganz fertig geworden. Da fehlt halt einfach mal der komplette Unterkiefer. Alter, was ist mit Nidoran passiert? Was habt ihr Nidoran angetan? Was hat dieses Pokémon euch getan? Dass es letzten Endes aussieht wie so ein Alpha-Sprite. Junge, ich hab das beinahe nicht erkannt. Wenn es oben links sich in der Ecke gestanden hätte, der Name, dann hätte ich gedacht, was ist das? Was ist das? Ist das ein Pixelfehler? Ist das irgendwie das neue Missingno oder so? Was ist das? Warum hat es keinen Mund? Warum hat es keinen Unterkiefer? Aber nicht alle Fehltritte der Smart-Edition sind so super offensichtlich, wie jetzt bei Radfratz oder bei Nidoran der Fall. Manche von ihnen sind auch ein bisschen in den Animationen versteckt. Aber ihr glaubt doch wohl nicht allen Ernstes, dass uns das nicht aufgefallen ist, Game Freak, oder? Nicht unbedingt misslungen, aber lustig vielleicht zu erwähnen ist, dass Wohin genau zum Beispiel damals schon gedabbt hat, bevor es cool war. Und heute immer noch dabbt, wo es nicht mehr cool ist. Aber Boy, bei Bisaknosp und bei Mashok hört der Spaß dann auch irgendwann mal auf. Alter, Bisaknosp? Was ist das? Was ist Bisaknosp? Was ist das für ein Gesicht? Warum ist sein Kopf plötzlich so deformiert? Was ist das für eine Bewegung, die es da versucht zu machen? Und bei Mashok genauso. Warum sehen die beiden so aus wie so ein Kaninchen, dem man die Ohren und die Augen so nach hinten zieht, dass die Augen so riesengroß werden und der Kopf so megamäßig kugelrund auf einmal scheint? Das sieht so dermaßen bescheuert aus. Mashok sieht einfach so aus, als würde sich selbst das Genick irgendwie auskugeln wollen. Als hätte der keinen Hals oder nur Hals. Als hätte der 5 Meter Hals auf einmal, den er irgendwie nach vorne zieht. Und Junge, was, warum? Was ist da passiert, Game Freak? Nebulak, das allgemein schon aussieht wie ein Spiegelei, Alter. Sieht aus, als würde sein Eigelb verrutschen oder als würde es nach hinten wegkippen oder auf seinem eigenen Rauch ausrutschen oder so. Gengar wird plötzlich viereckig für einen Augenblick, quadratisch praktisch gut oder was? Onix, Alter. Onix sieht in seiner Animation aus wie so ein steinalter Opa, der gerade zum 4. Mal nachfragen muss, was sein Gegenüber gerade gesagt hat. Und Rayquaza mit seinem geschlossenen Mund sieht einfach nur so dermaßen traurig und enttäuscht aus. So wie ich, wenn ich über die misslungenen Sprites in der Pokémon Smaragd Edition spreche. Freunde, wer hätte gedacht, dass Pokémon Smaragd nochmal eine Fundgrube für misslungene Sprites wird? Ich habe gedacht, irgendwann ist doch auch mal gut, Alter. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Sprites kennt aus irgendwelchen Spielen, die ich noch nicht behandelt habe und ihr denkt euch, Lenny, da musst du definitiv nochmal irgendetwas zu sagen, dann schreibt mir gerne Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin kommt hier an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es auch einmal sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken und Partnern. Denkt dran, Code Lenny5 bis zum 30. Juni noch anzuwenden, für 15% auf jede Dose in eurem Warenkorb. Vielen herzlichen Dank für euren Support. Heute ein bisschen kürzeres Video, I know, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Im nächsten sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, Leute. Ciao.